Hallihallo und herzlich willkommen zu XZAP. Ich bin der Christian und ich darf dich die nächsten 45 Minuten ordentlich zum Schwitzen bringen. Ja, XZAP, unser Ausdauerkurs, in dem wir auch so ein bisschen die Koordination fördern werden. Und alles, was du dafür brauchst, wie der Name schon sagt, brauchst du am besten einen Step. Falls du einen zu Hause hast, schau noch mal ganz kurz unten, ob die Noppen alle vom Staub befreit sind. Und wenn es deinen Step zulässt, kannst du auch gerne die Stufen 1 höher stellen. Kannst du gerne selbst entscheiden. Hauptsache, der Step ist schön rutschfest. Keine Sorge, ohne Step gar kein Problem. Ich zeige dir die Schritte auch ohne Step einfach am Boden. Schau, dass die Unterlage schön fest ist und dann geht es genauso gut. Zum Ablauf, wir wärmen uns im ersten Track einmal auf, erst am Boden. Der zweite Track dann oben auf dem Step. Und dann habe ich drei Blöcke für dich vorbereitet, also keine Choreografie, sondern einzelne Schritte, die mische ich immer wieder komplett durch. Also egal, ob du zum ersten Mal oder zum hundertsten Mal mit dabei bist, wir passen das Ganze ein bisschen an. Ganz am Ende gibt es dann noch das große Finale, in dem wir nochmal einige Schritte aus dem ganzen Kurs mischen, dann das Cooldown und dann hast du dir das Stretching auf jeden Fall verdient. Und dann können wir einen Haken an 45 Minuten dran machen. Trinkflasche stellst du ein bisschen weiter weg. Du brauchst nämlich ein bisschen Platz rund um den Step. Am besten immer so einen großen Schritt vorne, hinten und an der Seite. Und mittlere Rede, kurzer Sinn. Wir legen los. So ein bisschen Abstand vom Step, vielleicht eine Fußlänge. Hab Spaß, Lächeln ins Gesicht. Wir legen los. Auf geht's. Bereit. Hüftbreiter Stand. Wir atmen tief durch. Arme nimmst du mit. In 4, 3, 2, 1. Ein und aus. Einmal noch. Achtung. Toe-Tap. Du gehst rechts und links. Füße schön strecken. Wechsel zur Ferse. Hier. Heel-Dig. Gleich der Marsch. In 4, 3, 2, marschier. Auf rechts. Knie ziehen mal aktiv schön nach oben. Und die Füße, die rollen ab. Rechts, links. Breiter Marsch. In 4, 3, 2, öffne rechts. 1, 2. Arme weiter mit. Und mach dich so langsam bereit für den Side-to-Side. Auf der rechten Seite. In 4, 3, 2, auf rechts. Hier. Roll die Füße diesmal von deiner Ferse ab. Ganzer Fuß belastet. Und außen streckst du Füßchen lang. Nimm die Arme mit. High Five mit links. Komm. Vor. Schöner Wechsel. Push. Push. Das Ganze geht gleich zur Seite mit Rotation. 4, 3, 2. Push dich und dreh. Dein Blick geht schön mit und folgt der Bewegung. Das Ganze im Wechsel. 4, 3, 2, 4 nach vorne. 4, 3, 2, Seite. Viel vor. Letztes Mal zur Seite. Wir wechseln in den Step Touch. Auf rechts. Roll wieder schön ab. Diesmal tippst du innen an die Ferse. Rechts tipp, links tipp. Zieh die Arme. Aufgepasst. 4, 3, 2, doppelt. Rechts und links. Geh rechts raus, links raus. Köpfchen schön anstrengen. Single, single, double. In 4, 3, 2, ab jetzt. Single, single, double. Eins, eins, zwei, eins. Letztes Mal jetzt. Komm mit mir in den Leckel Single. Hoch die Ferse, schön in den Popo. Arme ziehen nochmal, nach hinten raus. Noch 4, 3, 2, Knee Lift. Zum Schluss hebst du nochmal die Knie schön an. Und dann geht's gleich schon zum Step. Die letzten Male. 4, 3, 2, Marsch. Lauf einmal Richtung Step. Fußlänge Abstand. Und dann tippen wir nochmal kurz mit der Fußspitze. Toe Tap. 4, 3, 2, oben auf. Tipp.
Kennst das Ganze vom Boden? Auch hier nochmal die Ferse. Jetzt der Heel-Dick. Bereit, um hochzukommen? In 4, 3, 2, Tap up. Hoch, Tap. Hoch, Tap. Ein Fuß immer komplett drauf. Ganzer Fuß ist abgerollt. Schön in die Ecke. Und der andere tippt. Kleiner Atemschritt. Noch eine Runde. Arme mal mit. Dein Standbein ist schön ruhig und fest. Vier mehr. Wir machen gleich da weiter, wo wir aufgehört haben. Knee Lift. Knie nach oben. Hoch. Lehne ich ein bisschen nach vorne. Hoch. Hip. Am Boden das Ganze hier schön zur Seite. Eine Runde nochmal mehr. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier noch. Zick. Zwei mehr. Wir wechseln zum Leg Curl. Die Arme hier oben auf Schulterhöhe. Zurückziehen. Alles in Bewegung. Brust ist stolz. Lächeln sitzt. Eine Runde mehr. Dreht ihr nochmal den Allerwertesten. Macht dich bereit für den Hauptteil. Letzten Male. Wechseln gleich noch einmal. Und zwar in den Kick. Trittst gleich schön nach vorne. Auf mein Count. In 4. In 3. 2 noch. Kick nach vorne, Arme mit. Vor. Vor. Wir wechseln gleich das Ganze nach hinten. Der Backlift. Öffne. Auf. 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 Viermal mehr. Streck schön das Bein. Noch einmal der Kick. Arme mal richtig mit. Vor. Push nach vorne. Zack. Zack. Viermal mehr. Zwei noch. Erneut der Backlift. Öffne dabei die Brust. Auf. 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 Zum Schluss gleich. Side Leg Lift. Zur Seite. Spreizen. Weg. Weg. Alle Grundschritte einmal durch. Wir legen gleich direkt los mit unserem Hauptteil. Tap up. Kurzer Atemschritt. Jeder Block. Wir haben drei Stück. Geht ungefähr 10 Minuten. Ich biete dir zwischen den Blöcken gerne die Trinkpause an. Ansonsten trink zwischendurch einfach einen Schluck. Du kannst gerne direkt in Bewegung bleiben. Oder du greifst kurz zur Flasche. Und dann würde ich sagen, starten wir mit unserer ersten Übung. Wir bauen es langsam peu à peu auf. Alle da? Jawohl, komm. Wir starten nochmal mit dem Kick nach vorne. Vier noch. Drei. Zwei. Kick nach vorne, du weißt, wie es geht. Vor. Zwei noch. Side Leg. Abduktion zur Seite. Zwei mehr. Der Backlift. Jetzt. Diese drei packen wir gleich zusammen in den Around. Auf mein Count. Alle drei hintereinander. Vier, drei, zwei, Around geht. Vor, Seite, Rück. Vor, Seite, Rück. Push, heben, öffnen. Power rein. Ruhiges Standbein. Eins, zwei, drei. Hab Spaß, komm, vor, seitlich, rück. Das Ganze eine Runde mehr. Bleib am Ball. Öffnen. Push, Seite, öffnen. Zwei mehr. Wir kommen in den L-Step, klassisch. L-Step, klassisch.
Hochtipp, Seite, Hochtipp. Zum Aufbauen. Zwei mehr. Vielleicht kennst du ihn schon. Er kommt direkt. Elvis. Starte mit mir in den Elvis jetzt. Hoch, Tipp, hoch. Du drehst dein Standbein. Schön nach außen. Hoch. Jawohl. Und mal schön mit Power. Fuß hoch. Hoch. Tipp. Hoch. Gib alles. Zick. Auch am Boden. Einfach schön zur Seite. Wie ein L. Hoch. Bleib dran. Wenn du mit Step arbeitest, dann landet dein Bein außen schön neben dem Step. Und nochmal rüber. Zick. Noch einmal. Around. Jetzt. Around. Erste Übung. Vor, Seite, rück. Eins, zwei, drei. Push. Nochmal Elvis. Vier Stück. Hoch. Zick. Bleib dran. Zwei mehr. Achtung, wir wechseln den Schritt. Letztes Mal Faust-Step. Faust-Step geht gerade nach vorne. In die Ecke. Und das erweitern wir. Den Faust-Step Knee-Lift. Steig gerne direkt mit ein. In 4, 3, 2, du gehst. Wenn du oben bist, dreimal in den Knee-Lift. Du gehst hoch, hoch, hoch und runter. Hoch, hoch, hoch. Erst der Knee-Lift und dann landen. Da war was. Knee-Lift, Knee-Lift, Knee-Lift. Hoch, hoch, hoch. Du hast hier automatisch den Fußwechsel. Du musst gar nichts machen. Du gehst hier hoch, hoch, hoch und dann mit der anderen Seite hoch. Zick. Nochmal. Knee, Knee, Knee. Knee, Knee, Knee. Bleib dabei. Hoch. Drei Runden. Eins, zwei, zwei mehr. Hoch. Letztes Mal. Nochmal der Elvis. Here we go. Hoch. Wechsel die Seite. Eins, zwei, drei. Letztes Mal. Nochmal Faust-Step Knee-Lift. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. Zwei mehr. Eins, zwei. Letztes Mal. Der Around. Gib alles. Vor, Seite, auf. Zwei mehr. Letztes Mal. Wieder der Faust-Step Knee. Komm nach vorne. Hoch. Und nimm die Arme mal mit. Egal ob mit Step oder ohne Step. Du gehst hoch, hoch, hoch und dann nach hinten wieder. Schau, dass du genug Platz hast. Großer Schritt. Hoch, hoch, hoch. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wir kommen gleich schon zum vierten Schritt. Vier Stück hier noch. Drei mehr. Zwei Stück. Achtung, letzter. Der T-Step. T-Step Straddle. Hoch, auf, zu, komm runter. T. Und wieder rück. Schließe, öffne, schließe, rück. Hier bauen wir gleich mal einen Fußwechsel mit ein, okay? Drei Runden. Noch zwei. Einmal mehr. Mach dreimal den Knee-Lift, Repeater. Dreimal Knee-Lift. Eins, zwei, mit links nach oben. Links, öffnen, schließen und rück. Hoch, öffne, schließe, rück. Hoch, öffne, rück. Immer der ganze Fuß, mittig, breit, mittig. Bleib dran, drei hier. Schöne Spannung. Hoch. Eine Runde noch. Der Repeater auf der anderen Seite. In den Elvis.
es jetzt. Hoch, raus, hoch. Schön die Hüfte einrenken. Hoch, zack, hoch, hoch. Und vier Stück mit Power. Komm mal. Hoch, raus, hoch. Eins, zwei, zwei Runden noch. Letztes Mal der T-Step Straddle mit rechts. Hoch, push mal. Komm runter. Hoch, push, push. Hoch, push. Komm runter. Hoch, push. Drei mehr. Kannst entweder die Arme ziehen oder nach vorne pushen. Hüpf. Bleib dran. Hoch, push. Komm runter. Hoch, push. Bleib dran. Drei noch. Jetzt sind wir drin. Noch zwei. Hoch, zack. Immer die Arme in Bewegung. Noch einmal. Hoch. Mach den Repeater wieder. Zack. Mit dem linken Bein nach oben. Hoch. Hoch. Bleib dran, egal ob hier die Arme oder nach vorne. Hoch, auf, wieder runter, hoch, runter. Ein letztes Mal. Der Repeater hier drüben. Komm in den Around. Power. Vor, Seite, Rück. Vor, Seite. Ihr wollt ihn, ihr kriegt ihn. Letztes Mal. Elvis. Here we go. Hoch, raus. Egal ob mit oder ohne. Step. Dreh nochmal schön ein. Hoch. Letztes Mal. V-Step mit Knee-Lift. Vorne. Hoch, hoch, hoch. Eins, zwei, drei. Letzten Male. Bleib dabei. Hoch. Eine letzte Runde. Komm, vier Stück. Hoch. Runter. Hüpp. Komm schon, zwei. Letzter. Komm kurz in den Tap ab. Einen Schritt machen wir noch. Den brauchen wir später nochmal. Der Boxstep. Wenn du den Schritt kennst, steig mit ein. In 4, 3, 2, du kreuzt. Oben. Hoch und tief. Rechts, links. Rechts, links. Achtung. Gleich wechseln wir mit einem Tipp den Fuß. 4, 3, 2, Tipp und links. Hoch. Schon mal die Bewegung so ein bisschen merken. Hoch. Hoch. Fünfmal noch. Komm. Letzten vier mit links. Hoch. Drei. Zwei. Letztes Mal Fußwechsel. Tipp nochmal auf rechts. Vier Stück. Drei Stück. Zwei noch. Tap up, tap down. Locker dich. Tief Luft zu. Vier noch. Drei. Zwei, Show-Tipp. Tipp auf den Step. Gleich kurzer Marsch. Vier, drei, zwei, eins. Atme mal locker tief durch. Und wenn du möchtest, kurzen Schluck trinken. Gleich geht's weiter. Wenn du soweit bist, marschier auf dem rechten Bein wieder rechts und links und komm langsam wieder eine Fußlänge Abstand an den Step. Wir tippen in 4, 3, 2, Show-Tap kurz. Block Nummer 2, die zweiten 10 Minuten. Kommen wieder nach oben in den Tap ab. 4,
3, 2, tap up. Komm wieder nach oben. Fuß rollt wieder in die Ecke ab. Zwei mehr. Knee lift. Knie nach oben. Zack. Wir bauen den nächsten Schritt wieder ein bisschen auf. Noch 4, 3, 2, Repeater dreimal. Hoch, hoch, rüber. Unser nächster Schritt, Repeater innen out. Letztes Mal, du tippst an der Seite, du gehst. Hoch, tipp, tipp, tipp. In, out, in. Schön nach außen wieder. Tipp, tipp, tipp. Der Repeater in and out. Come on, here we go. Hoch. Ganz ruhig im Standbein. Tipp, tipp, tipp. Hoch. Tipp, tipp, tipp. Nüle wieder. Bleib dabei. 4 Stück mehr. Hoch. Jawohl. Tipp, tipp, tipp. Hoch. Letztes Mal. Komm noch mal in den Kick. Der Kick. Aus dem Kick geht auch gleich wieder der Repeater. Repeater. Jetzt. 3 mehr. 2 noch. Nächste Übung, der Kickback. 4, 3, 2, Kickback. Du gehst. Vor, Tipp, vor. Vor, Kick, auch ohne Step. Vor, Rück, vor. Vorne, hinten, Arme mitnehmen. 1, 2, 3. Push, Tipp, push. 1, 2, letztes Mal. Repeater in and out. Noch einmal. Tipp, tipp. Komm 3 Runden. Und dann kommen wir gleich zum dritten Schritt. Letztes Mal auf der anderen Seite. Six Point Mambo. Six Point Mambo geht oben. Kurze Marschpause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Marsch, marsch, marsch. Wenn du mehr willst, schau mal zu. Kannst du einen Jumping Jack in der Mitte ausführen. Du entscheidest, ob der Marsch oder einmal Jumping Jack. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Zwei noch. Letztes Mal. Wieder der Kickback. Here we go. Vor, rück, vor. 1, 2, 3. Hüpp. Letztes Mal drüber. Repeater in and out. 4 Stück. Hoch. Aus der Übung wird gleich der Knee Jump. Bereit? Auf mein Count. 4, 3, 2, Knee Jump. Hoch. 180 Grad. Vorne, Mitte, hinten, Po. Tipp, 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 hoch. 4 Stück. Mehr. Komma. Hoch. Pep. Noch einmal. Zack. Letzter. Six Point Mambo. Jetzt. 1, 2, 3, 4. Und marsch. Marsch hier oder, wenn du möchtest, hier. Letzte Mal. Repeater. In and out. Tipp. Und so. 2 Stück noch. Repeater in and out. Letzte Mal. Kickback, Arme richtig mit. Vor, rück, vor. Alles weg, zack. Mit oder ohne Step. 2 mehr. Einmal noch. Knee Jump um den Step.
We at a party we don't wanna be at. Gonna talk but we can't hear ourselves. Preaching this, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. Schöne Drehung. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda tip, crazy cause tip, I really don't tip. Mind when you make feel it mehr. Like that. Don't think we fit in at this party. Rüber. Everyone's got so much to say. Zwei Stück noch. Kennst noch den Side-Leg-Lift? Nur das Side-Leg-Lift, jetzt. Seite weg. Der Back-Lift. Öffne wieder. Die beiden kombinieren wir in 4, 3, 2 im Wechsel. Seite, hinten, Seite. 1, 2, 3. Zwei Stück. Hep. Letzter. Knee Jump. Hoch. Vier Stück. Hoch. Tipp, tipp. Zwei Stück. Letztes Mal. Side Leg Lift und Back Lift im Wechsel. Auch vier Stück. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zwei noch. Auf. Letztes Mal. Nochmal, Repeater in and out. Hoch. Drei Stück mehr. Zwei noch. Hoch. Letztes Mal, erinnere dich zurück. L-Step. Klassisch, klassisch L-Step. Hoch, tap. Drei noch. Hoch, tap. Für die letzte Übung, L-Step, Stomp. Du marschierst außen. Achtung. Vier, drei, zwei, aufgepasst. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Schön tief. Und dann explosiv. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und geh dabei schön tief. Bleib dran. Eins, zwei, drei, vier. Dreimal mehr. Popo nochmal senken. Letzte Minute. Letztes Mal. Der Kickback. Der Kickback jetzt. Vor, vor, zwei noch. Letztes Mal zum Abschluss Six Point Mambo. Jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Marschieren. Oder wenn du mehr willst, einmal der Jumping Jack. Du entscheidest. Vier Stück mehr. Eins, zwei, drei, vier. Marsch oder Jumping Jack. Hab einfach Spaß. Zwei mehr. Letztes Mal. Komm, nochmal der Knee Jump. Gib alles. Knee Jump. Und so. Tipp, tipp, tipp. Tipp, tipp, tipp. Letzter. Tap up und klatsch mal laut. Tap up. Locker alles. Vier mehr. Noch drei. Zwei noch. Marsch hier unten. Locker dich. Wir atmen tief durch. Ein. Ja. Noch einmal. Tief. Bleib stehen, atme weiter. Tief. Und löse. Ein Block haben wir noch. Nochmal 10 Minuten. Trink mal ein Stück. Bis gleich. Wenn du soweit bist, komm mit mir wieder in den Marsch. Start auf rechts. Eins, zwei. Tiefluft. Und so langsam die Knie. Bisschen höher. Komm, Endspurt. Wir haben noch einen Block. Und dann das Finale, in dem wir nochmal einige Schritte tauschen. Wir gehen hoch. Tap up. In 4, 3, 2, tap up. Komm langsam wieder an. Und dann gehen wir mal in den Basic. 4, 3, 2, du gehst geradeaus. Hoch. Hoch und tief.
hoch. Ganzer Fuß schön mittig. Eins, zwei. Fußwechsel mit Tipp. In vier, drei, zwei, Tipp unten. Links. Links. Arme nimmst du nochmal mit. Hoch und tief. Jawohl. Erster Schritt gleich. Wir kommen davor aber wieder auf rechts. Auf mein Count. Vier. Drei. Zwei noch. Komm wieder auf rechts. Tipp am Boden. Wir gehen einmal. Lunchback. Vier. Drei. Zwei. Du gehst. Hoch. Tipp. Tipp. Komm runter. Hoch. Tipp. Tipp. Komm runter. Hoch. Tipp. Einmal mehr. Fußwechsel mit dem Tipp. Links. Arme nimmst du schön mit. Komm hoch. Tipp. Tipp. Zwei mehr. Hoch. Tipp. Tipp. Runter. Nochmal der Fußwechsel auf rechts. Zwei noch. Achtung. Wechsel wieder. Links. Komm runter. Erneuter Wechsel auf rechts. Hoch. Und runter. Linkes Bein wechsel wieder. Hoch. Einmal noch. Basic mit rechts. Locker. Zweite Übung geht auch nach vorne. Wenn du es schon kennst, Rocking Horse. Steig gerne direkt mit ein. Vier, drei, zwei, du gehst hier im Wechsel. Pferdchen. Fußwechsel ist automatisch im Wechsel immer. Lecker, Knee Lift, lecker. Schön nach vorn. Nochmal. Und rück. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das Ganze noch viermal. Da kommt schon der nächste Schritt. Eins, zwei, drei. Rück, tief, rück. Eins, zwei. Letztes Mal der Knee Lift. Du kennst ihn. Knee Lift im Wechsel. Hoch. Hoch. Vier mehr. Zwei mehr. Repeater dreimal. Wir kommen langsam näher. Das Ganze noch zwei mehr. Und für die nächste Übung, Achtung, siebenmal. Knee Lift siebenmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wechsel. Hoch, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, nochmal. Dein Standbein ist ganz ruhig. Hüp, sechs, sieben. Hüp, hüp, drei, vier, fünf, sechs. Komm noch eine Runde, zwei Stück. Hoch, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Letztes Mal dann der Rocking Horse wieder. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Rocking Horse. Hinten, vorne, hinten. Eins, zwei, drei. Bleib dran. Zieh, push. Letztes Mal. Tap up, tap down. Hoch, tap. Wir gehen wieder ein bisschen zur Seite. In den L-Step. Knee. Bereit. Vier, drei, zwei, L-Step, Knee. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. Dein Knie geht schön nach oben. Deine Brust ist stolz. Auch ohne Step. Mal Power rein. Knie hoch. Hoch, hoch, hoch. Eins, zwei, drei. Hoch, hoch, hoch. Fünf mehr. Komm, vier Stück noch, aber richtig hoch. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Die letzten beiden. Und dann gehen wir in den Repeater. Back and front. Okay, ab jetzt back and front. Du tippst dreimal. Und dann rüber. Hinten, vorne, hinten, hoch.
ähnlich wie der In-Out-In, nur dass du nach hinten und vorne tippst. Tipp, tipp, tipp. Bleib dran. Hoch. Hoch, tipp. Auch ohne Step. Hoch, tipp, tipp, tipp. Mach dein Bein lang, lang, lang. Beug an. Hoch. Bleib dran. Chip, chip, chip. Nochmal. Letztes Mal drüber. L-Step, Knee. Richtig hoch. Wir haben noch zwei Schritte. Als nächstes probieren wir gleich mal den Turn-Step. Du bleibst hinter deinem Step. Achtung. 4, 3, 2, du gehst. 1, 2, 3, 4. 7, 8. Hoch. Tipp. 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 Dein Bein ist immer lang. Hoch. 2, 3, 4. Und tipp. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Komm, schön dynamisch. Hoch. 2, 3, 4. Und eine Runde mehr. Komm. Wir nähern uns dem Finale. Einen haben wir noch gleich. Die letzten Male. Hoch, 2, 3, 4. Hoch, 2, 8 noch. 7, 6, 5, 4 noch. Tipp, 3, 2, Tap up, Tap down. Komm erstmal wieder richtig an den Step. Zum krönenden Abschluss nochmal den Box Repeater. Dafür erstmal 3 Knee Lifts. Der Repeater. Komm erstmal wieder in die Zählzeit. Drüben auch. Nur zum Aufbau. 2 mehr. Letzte. Komm mal in den Tap Repeater. Du tippst dreimal neben dem Step. Dreimal hier. Tipp, tipp, tipp. Wir kommen schon näher. Tipp, tipp, tipp. 2 noch. Und dann probieren wir es. Box Repeater, cha cha cha. Leg mal los. Tipp, tipp. Kennst du noch? Die Bewegung unten. Die kreuzt sich vom Box Repeater oben. Rüber. Tipp, tipp. Cha cha cha. Tipp, tipp. Cha cha cha. Schön mit Power rüber. Hier rüber. Immer in Bewegung. 7, 8. Tipp, tipp, noch 4 mehr. Tipp, 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 2 noch. Letzter, nur der Knee-Lift. Knie nach oben. Wir mischen einige Schritte zusammen. Elvis darf nicht fehlen. Gleich der Elvis als erstes. Hoch. Mach dich bereit, die letzten Sekunden und Minuten. Okay. Wir starten mit dem Elvis. In 4. In 3. In 2. Elvis, Power rein jetzt. Hoch, raus, hoch. Hoch, raus, hoch. 2 mehr. Hoch, raus, hoch. Einer noch. Nummer 2, Knee Jump. Knee Jump. Hoch, tipp, 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 hoch. Nochmal drehen. 2 mehr. Dann kommt schon der dritte im Bunde. Achtung, Rocking Horse. Schön nach vorne. 1, 2, 3. 1, 2, 2 mehr. Der vierte. Kickback. Power rein. Kickback. Bup. 1, 2, 3. 1, 2. Nächster Schritt nochmal. Box Repeater. Cha, cha, cha. Jetzt. Tipp, tipp. Cha, cha, cha. Tipp, tipp. Zweimal mehr. Tipp, tipp. Letztes Mal. Around nochmal. Around. Die erste Übung von ganz Beginn. Öffne. Alles raushauen, was noch geht. Letzten zwei. Letzter. Nur der Kick. Nur der Kick.
locker. Einmal Hände und Füße ausschütteln. Lecker. Kleine Bewegung. Mach den Oberschenkel frei. Wir kommen langsam mit dem Puls runter. Bleib dabei, noch 8. Ähnlich wie beim Warm-up. Erster Step diesmal und dann aber am Boden nochmal. 2 Stück noch. Backlift. Öffne die Brust und die Hüfte. Zack. Kleine Bewegung auch hier, wenn du ohne Step arbeitest. Noch 8. 6 noch. 5. Die letzten 4. 3 noch. Zum Abschluss. Tap up, tap down. Locker mal alles aus. 4 mehr. Hoch. 2 noch. Toe tap am Step. Leg los. Streck nochmal die Füße. 4, 3, 2, die Ferse. Nur die Ferse. Am Boden. 4, 3, 2, Toe tap. Streck nochmal die Gelenke. Auch hier nochmal die Ferse jetzt. Rechts. Achtung. 4, 3, 2, Marsch. Kleine Bewegung. Und zum Abschluss. Ganz kleiner Step-Touch. Rechts und links. In 4, 3, 2, 1. Zieh die Arme nochmal schön zurück. Rechts tipp. Rechts tipp. Wir kreisen die Schultern. Arme bleiben lang. Entspann dich. Komm runter. Fahr runter. 4 noch. 3. 4. 3. 2. Lösen. Wir kommen zum Stretching. Wenn du einen Step hast, stell einmal die Ferse rechts oben auf den Step, zieh die Fußspitze ran, beug den Oberkörper leicht vor, dann Standbein ist leicht gebeugt, Bein lang, tief atmen, Spannung halten oder am Boden, gleiches Spiel. Blick schon nach vorn, Hals gerade. Löse sanft, wechsel auf den Step oder am Boden die Ferse, streck das Bein lang, atme tief. Und löse. Stell dich ein bisschen breiter als schulterbreit auf, Fußspitzen zeigen nach außen und wir schieben mal Richtung linkes Bein, rechtes ist gestreckt, Knie raus. Oberkörper aufrecht, halt die Spannung innen. Atme mal tief ein und schieb aus. Andere Seite. Linkes Bein lang, Spannung halten, tief atmen. Atme tief und atme aus zur Mitte. Schließ die Beine, kräftige das rechte Bein mal, oberhalb beim Sprunggelenk. Knie sind eng, Standbein soft gebeugt und das Gesäß ist leicht angespannt. Popo schiebt vor, atme tief. Locker lösen. Andere Seite, mach die Hüfte frei, alles eng. Gesäß leicht anspannen. Löse sanft. Hüftbreiter Stand. Arme vorne zusammen.
und einmal Handfläche hochdrehen. Schultern locker tief, Daumen nach hinten. Öffne die Brust und die Schulter. Atme tief. Atme aus. Neig zur Seite, Ohr zur Schulter. Arm entgegen lang. Kleiner Pinguin. Blick nach vorn. Schau mal mit dem Blick nach unten zur Fußspitze. Und von der Fußspitze ganz sanft Blick nach vorn. Linke Seite Pinguin. Arm entgegen, Blick vor. Tief Luft. Blick wieder zur Fußspitze runter. Und ganz sanft das Kinn auf die Brust einmal abgelegt. Erst die Schultern und sanft der Kopf mit hoch. Kreis nochmal kurz, schüttle alles aus. Stell dich hüftbreit auf, lächeln ins Gesicht. Atme. Und alles ausklopfen. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest ein bisschen schwitzen. Und dann habt noch eine schöne Zeit. Viel Spaß noch mit den Kursen. Und hoffentlich bis bald. Vielleicht sehen wir uns mal im Studio. Ciao, ciao.